Resistance is futile. Give me the bird. We are the Borg. I said no! Why not? None of your business, why not? I want to know why you want it. Data unavailable. You don't even know? I bet you'd be mean to him, you bully! Why not help us out instead? Don't you know how bad I feel? Does not compute. Why try to save that which is useless to you? Does not compute. I feel sorry for you. Eggman failed to give you feelings. Wait a minute, Birdie! Get going. Huh? Why are you letting us go? It is dangerous here. Hurry. We'll be arriving at the Mystic Ruins base soon. So, you're not like those other robots, huh? You truly are a good person inside, aren't you? I guess we can be friends then. Take care, okay? Okay. Die Szenen sind ein bisschen inkonsistent, wenn man sie sich von den verschiedenen Perspektiven ansieht. So was Dialog angeht, auch was die Ereignisse angeht. Zum Beispiel, wer Kämpfe gewinnt. Bin ich jetzt gerade durch eine andere Tür rausgekommen, als ich reingegangen bin? Okay, nee, bin ich nicht. Hab mich schon gewundert. Waffenlager. Was? Keine Ahnung, was das für ein Raum ist. Reservoir, okay. Da ist der Schaugarten. Den wollen wir nicht. Waffenlager. Jet Booster. Press and hold the jump button and you'll float for a while. Ja, nice. So bin ich das auch von Omega gewohnt. Wobei ich den, glaube ich, auch nur in Sonic 06 gespielt habe. Ich glaube, ansonsten gab es ihn halt in Sonic Heroes. Aber ich meine, er wäre sonst nicht großartig aufgetaucht. I see you've got the Jet Booster. Report to the rear of the ship! Hurry! Ja. Vorausgesetzt, ich weiß. Wo geht's überhaupt lang? Tür in der Mitte? Ne, da ist Hot Shelter. Oder muss ich mich hier draufstellen?
Okay. How can I serve you, Dr. Robotnik? Eradicate all of those menaces! Give them all you got! Aye, aye, sir. I will comply. I'm counting on you, Gamma! Easy. Oh, oh no. Wie hat Gamma den Kampf auf Sonics Seite dann verloren, wenn man Sonic gespielt hat oder Tails? So easy. Stop, Mr. Robot. Amy? Hey, Mr. Robot. I know you're not an evil sword. Wait, remember me? Mädchen, ich hab dich vor 10 Minuten getroffen. Natürlich erinnere ich mich nicht. Also wirklich, das ist so bescheuert. Amy! Oh, I really don't get this. Sonic, look! The air carrier is losing altitude. We've got to split. Take Amy and go. What will you do? I'll nail that Eggman. He must be stopped at all costs. Thanks again for saving me as usual, Sonic. And how are you, my metal friend? It's dangerous here. Why not leave Eggman and come with us? Why do you help me? I told you we'd be friends the next time we met. Even Birdie wants the best for you. You must ditch that awful Eggman. Amy, come on! Dr. Robotnik, enemy, master registration, deleted, E-series, friends, must save. What is thing? You have the Stone of Wind. Gusts of strong winds are known to blow in the caves. Okay, das heißt, wir brauchen den Windstone. Den haben wir immer hier gefunden, aber vielleicht ist der schon... Nee, der steht noch hier, aus irgendeinem Grund. Eigentlich müsste der schon längst am richtigen Ort sein. What? Mission failed. Oops. Yeah.
robot you are looking for is up ahead. Hätten sie doch diese Zielhilfe doch auch in Sonic 06 gehabt. Die wäre da recht hilfreich gewesen. Ich frage mich, ob dieser Glitch auch hier funktioniert. Nee. Sonic 06 gab es diesen Glitch, dass wenn man die ganze Zeit die Sprungtaste gespammt hat mit Omega, beziehungsweise das ging glaube ich auch mit Silver. Aber bei Silver war es nicht so effektiv wegen seiner da weil er halt eine begrenzte Telekinese hatte, dass halt du nicht abgesunken bist. Weil jedes Mal, wenn A gerückt wurde, halt. Ja, man ist halt nicht. Wurde halt in der Luft gestoppt. Man konnte dadurch halt nicht runterfallen und damit an Orte gelangen, wo man eigentlich nicht hin soll. Und sich damit auch schön durch Missionen glitschen. E-103 Delta, Rescue complete. Du hast ihn zerstört. Ich weiß nicht, ob das deine Idee von Rettung ist, aber... Okay. Ich erinnere mich, dass sie das auch in Sonic X hatten. Also Sonic X hatte ja auch... Adaptionen von Adventure 1 und 2 drin, aber ich meine auch, dieser kleine Feldzug von Gamma ist auch da drin gewesen. Ich brauche wahrscheinlich jetzt den Ice Stone, ne? Exakt. Wir aber wenigstens wissen, ob da drüben dass irgendwas zu entdecken gibt. Oh cool. Ich brauchte den Ice Stone gar nicht. Ich würde mal behaupten, Gamma ist recht easy. Oh, geht's runter? Okay. Hallo. Ich kann die griechischen Buchstaben nicht. Welcher ist das? Ist der 5. Epsilon? Ich weiß nicht, was ist der 5. Buchstabe im griechischen Alphabet dann?
Wobei, warte, nee, das müsste der 6. sein, weil bei 0 haben sie angefangen. 1-0-1 war Beta und 1-0-2 ist Gamma. Ich bin verwirrt. E104 Epsilon. Epsilon, doch. Ja, das war 1-0-4, also war es der 5. Buchstabe. Epsilon, hatte ich doch recht. E-103 Delta, E-104 Epsilon, rescue mission accomplished. E-105 Zeta, E-101 Beta, location unknown. Perhaps aboard the egg carrier. Gibt's hier irgendwas? Mode change. Der Master Emerald ist schon wieder hergestellt, oder? Da war da gerade fehlte da ein Stück. Da fehlt noch ein Stück. Okay. Mode change. Mode change. Da ist wahrscheinlich zu. Daher bringt mir das nichts. Warte, Egg Carrier ist doch schon abgestürzt. The train headed for Station Square will be departing soon. Go to the Egg Carrier crash site. You might find something. Warte, Absturz. Ja, und nee. Okay, Dschungel war die Basis. Absturzstelle war in Station Square. Musste zum Boot.